Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der zweiten Staffel. Entschuldigt bitte, wenn ich mich ein bisschen verkrächzt anhöre. Ich bin leider immer noch erkältet und mein Husten ist auch noch nicht so viel besser geworden. Jetzt fängt er wieder an, auf die Stimme zu schlagen. Und ja, ihr kennt das ja schon, ne? Da ich aber trotzdem was für euch bringen wollte, nehme ich trotzdem auf. Höre mich halt aber dann ein bisschen lediert an. Kann ich jetzt nicht ändern. So, unsere Family ist mal wieder zurück von ihrem Ausflug oder ihren Ausflügen. Wir waren ja in dieser Pagode gewesen, weil unser Reiseleiter hier plötzlich weg war und die Familie wollte einen Ausflug machen und ja, dann haben wir uns dort den Reiseleiter geschnappt, haben einen Ausflug in eine historische Wandertour, glaube ich, war es gemacht. Ja, wo ich nicht mehr dazu kam, auszuwählen, was wir denn nun eigentlich machen wollen und ja. Was will sie spielen? Du bist sie denn nicht spielen? Ja, irgendwie wirst du gerade ein bisschen verspielt und so, ne? Ich weiß ja auch nicht. Ja, und was haben wir sonst noch da erlebt? Ja, wir haben, also Melissa und Volker haben meditiert. Anna hatte die Michaela da getroffen oder wollte sie dort treffen. Die war da, wollte sie begrüßen. Ging aber irgendwie nicht. Und ja, die sind gerade weggegangen. Unser Alex ist von Bienen gejagt worden, nachdem er ein paar Glühwürmchen gefangen hat. Ich weiß gar nicht, haben die eigentlich die Glühwürmchen gefangen? Oh, da ist was, ja. Käferglas hat er da noch. Aber ich glaube, da sind keine Würmchen drin. Nee. Auf jeden Fall wurde er dann von Bienen verfolgt, der Arme. Es sah lustig aus. Und ja, sie hatten jedenfalls ihren Spaß, haben alle gut gegessen. Und wir nähern uns, oder wir sind jetzt schon am letzten Urlaubstag angekommen. Ich glaube es kaum. Das ging jetzt doch ziemlich flott. Und ja, mal gucken, was wir mit dem Tag so anrichten. Ich habe eine Idee, bin mir aber halt noch nicht so ganz sicher. Müssen wir jetzt erstmal gucken, wie lange die hier alle schlafen. Wir werden, hoppala, je nachdem, wie lange die hier schlafen, auch nicht unbedingt vor 12 Uhr auschecken. Vielleicht können wir damit nochmal den Tag verlängern, um einen Tag oder so. Mal gucken, mal gucken. So, jetzt warten wir erstmal, dass hier irgendwann irgendwer wach wird. Ist irgendwer wach? Habe ich was nicht mitgekriegt jetzt beim Spulen? Sie liegt noch im Bett. Er liegt noch im Bett. Er liegt auch im Bett. Alle am Schlafen. Warum hat es jetzt aufgehört zu beschleunigen? Weil da unten jemand jongliert. Na toll. Das interessiert mich aber gerade gar nicht, ob da unten einer jongliert oder nicht. Okay, stopp, 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 stopp. Melissa, 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 blablabla. Was tust du da? Ein Bad nehmen bei deinem Sohn. Ja, warum nicht? Wartet mal kurz. Ich sehe, da ist noch mehr wach geworden. Also, sie badet bei ihrem Sohnemann im Zimmer. Er badet hier. Das ist eine gute Idee. Die Kleine ist, müsste dann auch noch baden. Entschuldigung. Aber gut, wenn die aufwacht, kann sie dann erstmal Fernsehen gucken. Ja. Und ich überlege, sie haben alle Hunger. Ich hätte ja eine Idee, wo ich mit denen hin wollte. Oh, vielleicht kann man da auch was essen. Ja, mal gucken. Oder warte mal, nee, nicht einfach nur Fernsehen. Komm, guck dir einen schönen Film an. Wie wäre es denn ein Märchen. Ist das was für dich, Anna? Magst du Märchen? Ich hoff's. Ja, das ist ja halt echt der Nachteil, dass wir keine Duschen oder so haben. Aber gut. Dann badet der eine da, der andere dort und einer guckt fern. Ja. Ah, du bist auch schon wach. Ja, guck mal, du könntest doch mit deiner Tochter mitmachen hier. Guck mal. Das wäre doch eine super Sache. Nix da nochmal baden. Das vergiss mal. Aber ganz zackig. Ihr könnt mal zusammen da gucken. So, Melissa ist auch da. Im Urlaub. Da kommt's. Im Urlaub vergeht die Zeit wie im Flug. Dir bleibt nur noch ein Urlaubstag. Falls du noch einen Wunsch hast, den du dir unbedingt im Urlaub erfüllen möchtest, solltest du dich beeilen. Ja. Wir haben schon noch einen Wunsch, ne? Oh, sie will auch wieder jemanden küssen und über Hobbys reden. Also du bist jedenfalls sauber. Er ist auch sauber. Wie sieht's denn mit dem Alex aus? Der ist auch sauber.
Fehlt nur noch unsere kleine Maus hier, ne? Musst du aber ganz schnell mal hier baden. Ja, gibt's kein Fernsehen mehr für dich, tut mir leid. Und Melissa kommt mal hierher und kann vielleicht auch mal mit... Nee, nicht ausschalten. Ach, Quatsch. Oh, nö, jetzt. Komm. Ey, hallo. Volker. Ja, hör mal auf mit Tai Chi und mal reden hier und auch mal flirten. Jetzt hörst aber auf. Sagt mal, ihr seid wieder voll im Tai Chi-Wahn. Warum zieht ihr euch dauernd um? Das ist doch blöd. So, ist unser Alex noch am Schlafen? Ich sehe das immer kaum. Ah. Sag mal, hier könntest du noch mal über Hobbys reden, Bastelarbeiten. Du, ich hab da noch so eine Idee. Ach, und küssen möchtest du auch. Ach, guck mal da. Ja, dann küsst euch doch. Dann küsst euch doch. Schön romantisch und so. Alles kein Thema. Und Madame zieht sich dann bitte wieder was anderes an. Also. Ne? Mein ja nur. So, und dann bist du Alex. Aber auch mal... Nein. Leute, ich drehe hier gleich am Rad. So, er hat auch genug geschlafen. Sie ist halbwegs sauber. Gut. Heißt, Melissa, bevor du wieder auf die Idee kommst, dich umzuziehen, Taxi rufen. Und Volker, du ziehst dich bitte wieder zurück um. Also, das ist ja wohl... Hör mit dem Tai Chi auf. Hört mit dem Tai Chi auf. So, du ziehst dich auch bitte mal an. Umziehen, anziehen. Wupp. Und dann kommen alle runter. Bevor sie wieder irgendeinen anderen Blödsinn machen. Hier hingehen. Du auch hier hingehen. Und du auch. Hier hingehen. Zack. Alle runterkommen. Oh Mann, mein Husten. Der tut meinem Hals im Moment ja gar nicht gut. So, wer ist denn noch hier? So, warte mal kurz. Stopp! Dieses Ding will wieder nicht. Hallo, hier, guck mal. Kannst mal hier reden. Könnt ihr nicht über irgendwas tratschen? Keine Ahnung. Über Bastelarbeiten. Könnt ihr euch mal unterhalten. Und einen Witz kannst du mal erzählen. Und all was weiß ich nicht noch. So. Nix in die Sauna oder so ein Quatsch. Komm wieder her. Wenn du auschecken möchtest, ja, müssen wir das vor 12 Uhr tun. Das wollen wir ja aber nicht. Vermeide ich ja gerade. Ne? Ich komme, ich hoffe, sie kommt auch noch her. Macht ihr jetzt was, ihr zwei? Okay. Wo ist sie denn? Warum kommen die nie hierher, wo sie hin sollen? Ach, Mädel. Du, hierhin. Komm mal her. Kannst du mal mit deiner Mama umarmen hier, freundschaftlich. So, lass mal den da in Ruhe. Bleib doch stehen! Wo ist jetzt der Kleine? Ach, keine Ahnung. Wo seid ihr denn? So, wo wollen wir denn hin? Wir wollen... Oh, heiße Quellen, da waren wir auch noch nicht. Stimmt ja. Oh, das wäre natürlich auch was Tolles für den letzten Tag. Ich hatte aber noch was... Aber ewiger Zen-Garten. Das ist wieder was anderes. Bring deine Familie und Freunde mit zu diesem wunderschönen Ort der Entspannung und Kommunikation. Ich glaube, das ist der Ort, den ich im Kopf hatte eigentlich, wo ich hin wollte. Wir können ja auch vielleicht zu mehreren Sachen. Mal gucken, das ist ein Hotel, das ist ein Hotel, das will ich nicht, nee. Die Jade Villa ist auch ein Hotel, da waren wir schon. Pagode will ich heute auch nicht hin. Ja, und da waren wir das letzte Mal, genau. Takemitsu Pagode und Markt. Ja, dann würde ich fast sagen, dann gehen wir zuerst noch mal auf diesen Zen-Markt und vielleicht können wir von da aus dann noch woanders hin. So, kommt mal alle jetzt hier ins Auto. Einsteigen, genau. Alle Mannen her. Hörst du jetzt mal auf? Was macht ihr zwei denn? Drin mit euch ins Auto. Genau, einmal reicht. Jawohl.
Familie fährt. Familie Bergstein verreist wieder. Ja, genau. Macht mal. Ja, nicht hupen. Es sind doch jetzt alle da, oder nicht? Fehlt noch wer? Nee, ich dachte doch. Kann doch nicht sein. Und alle haben Hunger. Ich hoffe jetzt inständig, dass es da auch was zu essen gibt. Weil da, bei den Quellen gibt es nichts zu essen, soweit ich weiß. Soweit ich weiß. Kann natürlich auch sein, dass da auch noch so ein Essensstand ist, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und bei dem ewigen Zen-Garten, da habe ich, glaube ich, da weiß ich, da gibt es, glaube ich, den Tee. Aber mit dem Essen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hm. Vielleicht hilft ja Tee auch was gegen Hunger. Ansonsten, wie gesagt, machen wir ja eh doppelt. Erstmal dorthin, dann dorthin. Irgendwo kriegen wir schon was zu essen her. Aber ich habe gerade gesehen, die Kleinen haben echt mordsmäßig Hunger. So, schnell nochmal ein Schlückchen getrunken. Ja, genau, hier. Gut, da gibt's den ganzen Teekrams. Jawohl. Okay, dann gucken wir mal. So, sind alle da, alle ausgestiegen? So, zeig mal her. Und die Mama will natürlich wieder ein Foto machen. Ist ja klar. Da ist auch so ein schöner Huch. Da ist ja der... Ja, doch, hier. Ha, der lokale Koch ist auch hier. Sehr schön. Das heißt, wir können sogar was essen. Gut, dann gucken wir da auch am besten zuerst nach. Bei sie geht noch. Oh, der Papa hat wieder Hunger, möchte aber lieber erstmal Tee trinken. Oh ja, dann machen wir das zuerst. Dann gehen wir erst alle Tee trinken. Du möchtest auch Tee trinken? Servieren. Servieren kann aber einmal nur einer, Leute. Und du willst auch Tee servieren. Oh ja, ich lasse mal laufen. Ich lasse mal laufen und die Mama kann dann ein Foto machen oder so ähnlich. Hihi. Wo lauft ihr denn alle Tee trinken hin? Alle in die gleiche Teekabine da? Ja? Oh, das ist schön, ja. Und stopp. So, Mama. Warte mal kurz. Lass mal die Kinder den Tee machen und du mach gleich Foto. Bleib einfach mal stehen. So, setzt euch. Jawohl. Genau. Und du machen ein Foto. Ich hätte gerne ein Foto davon, wie die da sitzen und Tee trinken. So, Moment. So, mal gucken, ob ich das in den Bilderrahmen hier reinkriege. Oh Gott. So. Ja. Noch ein bisschen. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Und jetzt ein Stück nach da und nach... eins zu weit. Das ist immer schwer, in dieses Bild da reinzukriegen. Aber ich glaube, so geht's. Warte mal, noch ein bisschen näher ran vielleicht. Und noch ein Stück rüber. Ah, ja, ich glaube, das ist ein gutes Teefoto, oder? Das wird schön für das Fotoalbum gehen. Ja, prima. So, das hast du gemacht. Und dann darfst du... Nein, und dann Tee trinken hier. Komm, setz dich mit dazu, trink mit. Das ist schön, genau. Die Familie beim Tee trinken. Ah, ja, schön. Ach nee, Volker, komm, mach, genau. Ja, gieß deiner Frau auch mal was ein. Die möchte auch einen Tee haben. Dankeschön. Ich hatte früher, wenn ich mir das so angucke, auch so ein ähnliches Teeservice gehabt. Das sah fast genauso aus. Also auch so ganz kleine Becherchen mit Untertassen. Nur meine Kanne war ein bisschen hübscher und auch ein bisschen kleiner noch. Und das war auch so ein eckiges Teetablett da. Also, ja, doch. Mhm. Auch so aus Keramik war das, glaube ich, braun mit Muster drauf. Oder so ein Terrakotta-Farben kann sein. Ich habe früher sehr, sehr gerne Tee getrunken. Also so, gerade in meiner Jugendzeit, da hatte ich so eine richtig lange Teephase. Ja, ja. Inspiriert von den ganzen Enid Blyton-Büchern, wie Honey und Nanny, Dolly und wie sie alle heißen. Da haben sie ja auch immer Tee getrunken. Und fünf Freunde und ach, was weiß ich nicht noch. Ja, ja, da hatte ich da so eine Phase. Wahrscheinlich. So, die sind da schön am Trinken und am Essen und erzählen. Und guck du mal, ich glaube mit dem Hunger. Jetzt sitzen sie halt voll im Regen oder haben die ein Dach drüber. Ich sehe es ja gerade nicht. Ich hoffe, sie haben ein Dach drüber über dem Kopf. Man sieht nichts. Ist da ein Dach? Ja, sie haben ein Dach über dem Kopf. Das ist gut. Das ist immer gut zu wissen, dass die ein Dach über dem Kopf haben.
Ich wollte aber gerade mal gucken, ob das auch ein bisschen was beim Hunger hilft. Naja, es geht so. Eher dafür, dass sie dann gleich alle auf Toilette müssen. So, dann kommt mal her. Ihr habt ja auch Hunger. Dann würde ich sagen, hier erstmal Essen bestellen. Heute bekommst du den Nudelsnack. Du darfst dich mal an dem Sushi ausprobieren. Und du auch darfst auch mal Sushi probieren. Und die Mama, oh, da wird jemand rumgeschwungen. Die darf wieder den Dampfreis haben. Ja, so. Dann hört mal auf, Tee zu trinken. Das ist zwar schön und gut, aber wie gesagt, ihr habt ja auch alle noch Hunger. Und wir wollen ja eventuell später noch woanders hin, ne? Ja. Und ich wollte eigentlich mal gucken, ob hier einer von diesen Ninja-Leutchen ist. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wer wird denn da so durch die Gegend geschleudert? Wer ist denn das? Norbert Miguel. Ah ja. Mhm. Noch ein anderes Kind. Schade, dass wir schon wieder fast am Abreisen sind. Da hätte man noch wen kennenlernen können. Und die spielen da beim Tee Foodback und haben keine Probleme, hier das ganze Teeservice runterzuschmeißen. Es ist gewittert, volle Pulli hier. Das ist ein bisschen ungünstig. Naja, da wird das nächste Ziel wahrscheinlich dann ein bisschen besser sein. Glaube ich. Glaube ich. Uah. Hm. Ich bleib lieber hier hinten. Bei den Leuten. Ich hab Angst. Oder wir machen dann lieber noch einen Ausflug. Hat denn überhaupt noch... Ja, die haben noch Lust auf einen Ausflug. Melissa möchte noch einen Ausflug machen. Volker möchte noch einen Ausflug machen. Wie sieht's mit der Anna aus? Die Anna möchte auch einen Ausflug machen. Dann würde ich sagen, darf heute auch Anna den Ausflug auswählen. Dann haben bis auf Volker, glaube ich, alle mal wenigstens einen Ausflug gebucht. Finde ich eine gute Sache. So, Volker, wie sieht's aus? Bist du satt? Nee, immer noch nicht. Aber er muss mal auf Toilette. Ah ja, stimmt. Die haben ja so viel Tee jetzt getrunken. Dann müssen die natürlich auch mal auf Toilette. Dann gehst du bitte hier benutzen. Und auch mal Hände waschen. Melissa, wenn du gegessen hast, bitte das Gleiche benutzen. Und, Hände waschen. Und du gehst am besten auch hinterher mal auf Toilette. Ich glaube, du könntest dann hier hingehen und Hände waschen. Und du, naja, doch, du müsstest auch mal auf Toilette gehen. Jetzt weiß ich nicht, auf welche Toilette ich deine Mama geschickt habe. Das werden wir ja gleich sehen. Bist du fertig mit Essen? Okay. Na, Melissa, in welches Ding gehst du da? Okay. Gut, dann kannst du hier rein und da Hände waschen. Nachdem du da in der Pfütze rumgestopft bist, genau. Aber hier ist ja voll was los. Guckt euch diese Gegend an. Und noch mit Kindern. Oh, wenn es jetzt nicht gerade gewittern würde, wäre das echt cool. Mhm. Da sitzen zwei. Die gehören vielleicht alle zusammen. Uli, Miguel. Ah, auch Miguel. Bohnen. Moosmeier, Kepler, Scheuer und nochmal Miguel. Und Volker spinnt. Naja, Volker, du kannst das auch einfach mal betrachten. So, und Anna kommt dann her und bucht einen Ausflug. Reiseleiter, Ausflug buchen, wir haben das Flussbrot noch nicht gehabt. Genau, und du könntest... Oh, was ist das? Seife reinschütten. Ja, komm, mach, mach. Oh! Hoffentlich schlägt hier nicht gleich der Blitz ein, ey. Ist das Alex, der da hinten drin rumstampft? Ja. Okay. Stürze dich in die Fluten und erlebe die einzigartige Natur aus erster Hand. Diese Flussbootstour kostet 200 pro Sim. Ja, natürlich wollen wir alle dran teilnehmen, klar. So, ab damit. Hm, lustig. Ich schätze mal, genau, da kommt auch schon das Auto. So, geht mal lieber, ja, alle schön ins Auto. Wir haben nichts getan. Ja, ja, wir haben irgendwo Seife reingeschüttet oder auch nicht. Da sieht man, es blubbert noch. Da so ein bisschen Blubberbläschen. Jetzt stehen sie alle hier. Jetzt haben wir sie von ihrem Platz weggeholt.
Okay, so, seid ihr jetzt unterwegs? Ach ja, wir bleiben ja eh hier. Und diesmal versuche ich mich zu beeilen bei der Auswahlfrage. Ich hoffe, Sie werden nicht unterwegs vom Blitz getroffen. Der Fluss ist ziemlich wild heute, wundert mich nicht. Aber die ersten paar Biegungen haben Sie gut gemeistert. Doch nun hat das Boot am Ufer aufgesetzt. Die Abenteurer können jetzt an Land gehen und das Boot wieder ins Wasser schieben oder im Boot bleiben und versuchen, es mit den Paddeln zu befreien. Also ich würde ja sagen, wir gehen an Land und schieben, weil wenn alle drinne sitzen, wird das mit den Paddeln alleine ein bisschen schwierig. Wenn es aufgesetzt hat, kannst du schlecht paddeln. So. Schnell hat die Gruppe das Boot wieder flott gemacht und der Ausflug geht weiter. Ein paar Minuten später jedoch, oh, überfällt alle ein plötzlicher Juckreiz, als hätte ich es nicht geahnt. Das Boot war wohl an einer Stelle mit viel Gift-Efeu gestrandet. Ja, was auch sonst, ne? Ist doch logisch. Statt dass wir jetzt alle einen Logikpunkt verdienen, weil wir so gut waren und gemerkt haben, ein etwas festgesetztes Boot mit zig Leuten drin per Paddel flott zu machen, geht nicht. Nee, stattdessen kriegen wir jetzt alle einen Juckreiz verpasst. Das ist so unfair. So, und weil es hier gerade so unfair ist, komm Volker, ruf mal schnell ein Taxi, dass wir hier wegkommen. Kannst dich ja dann unterwegs weiterkratzen. Gott, die Armen. Und sie hat überhaupt keinen Spaß. Will denn Alex was von seiner Mama? Nee, keiner. Alle wollen sie nur was vom Papa. Das ist ja wieder typisch, ne? Oh, Melissa könnte ich einen Wunsch erfüllen. Die möchte vom Blitz getroffen werden. Ei, dann stell dich doch mal hier hin. Kannst doch ein bisschen rumspritzen. Vielleicht erschlägt dich gleich der Blitz. Aber das wäre unfair. Ja, komm, Volker, mach mal, dass ein Taxi kommt. Hopp, hopp. Wir wollen noch woanders hin heute. Das war aber eine schöne Woche. Hoffentlich bleibt das so. Ja, das frage ich mich auch. Taxi rufen. Geh mal Taxi rufen. Komm, beeilt euch. Ja, ich weiß. Es ist grausam. Oh. Manu, ihr werdet gleich alle vom Blitz getroffen, wenn ihr jetzt nicht mehr endlich macht, dass ihr hier wegkommt. Du kannst mal mit deiner Schwester quatschen, begrüßen. Ja, dann begrüße sie wieder. Ich weiß nicht, warum man nach dem Dings immer begrüßen muss. Keine Ahnung. Sie stapft da rum, genau. Du kannst mal mit deinem Bruder was machen. Nee, Moment jetzt. Ich muss hier mal kurz eingreifen. Irgendwie machen die ja wieder nichts. Dann rede doch mal über Hobbys, Musik und Tanz. So, du kannst, ach so, Melissa, nee, du solltest lieber nicht auf der Straße stehen, wenn es gerade ein Taxi kommen soll. Also, ich meine ja nur, geh mal und begrüß Volker. Das ist viel besser. Sonst wirst du hier noch überfahren. Und ich muss dann mal einen Blick auf die Uhr werfen. Damit ich, ja, gleich, Moment mal kurz. Ach du Schande, ich hab schon überzogen. Och Mann. Das geht aber auch immer so flott. Gut, okay, dann geben wir noch schnell ein, dass wir zu den heißen Quellen wollen. Und dann muss ich aber hier auch abspeichern. Das machen wir am besten. Ja gut, wir lassen sie noch fahren. Wir lassen sie noch fahren. Und dann geht's aber wirklich ab mit euch. Einsteigen. Und du auch einsteigen hier, hopp. Einsteigen alle. Komm, Anna, beeil dich. Sonst fährt das Taxi ohne dich weg. Das hatte ich auch schon mal. Und ihr braucht alle dringend Spaß. Ich hoffe, die haben dann da auch ihren Spaß. Oder es gibt da irgendwas Spaßiges für die Kids. Müssen wir mal gucken. Aber wenn die jetzt losfahren, verabschiede ich mich schon mal. Genau. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß an dem Part. Und wir sehen im nächsten, wie es dann mit dem Ausflug hier weitergeht. Ne? Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.